Hallo und herzlich willkommen zurück zu Until Dawn. Ja, wir müssen ein Deo-Spray finden. Ich finde diese Idee so ziemlich bescheuert, aber naja, gut. Jo. Verlusttotem. Was war das? Das ist nicht lustig. Ach, Alter. Dein Ernst? Achso, da kann ich gar nicht weiter. Wo muss ich denn jetzt hin? Na, das hatten wir ja schon. Warte mal, ich will da noch mal eben gucken. Sofern ich das kann. Nee, kann ich gar nicht. Oh, super, ey. Ich sehe nichts. Wo ist eine Pflanze? Ha! Echt cool. Hinweis entdeckt, Familienporträt. Okay. Alter, ich will hier weg. Was war das denn? Das weiß ich nicht. Ey, seh zu, dass du Land gewinnst. Das ist doch nicht. Hallo? Oh, was ist das denn? Oh, Git. Oh, ich hab voll Schiss. Ernsthaft, was ist das? Wo bin ich denn jetzt? Oh Leute, ey. Was ist denn das? Was war das? Was ist denn das für ein Flüstern? Hallo? War hier nicht irgendwo die Tür? Ich sehe nicht so viel. Ach so, okay. Oh, diese Geräusche. Macht mich völlig nervös. Ach so. Hi, Chris. Wirklich witzig. Da, woran habt ihr mich erkannt? Solltest du nicht mal das Schloss öffnen oder sowas? Okay. Ja. Okay, hier finde ich anscheinend nichts weiter. Das ist eine blöde Ansicht, so zu laufen. Ich mag das überhaupt nicht. Ist hier irgendwas? Da hinten konnte man, glaube ich, auch noch rein, oder? Ich weiß es nicht. Hä? Ja, aber. Ach so. Ach, bitte keine Megatexte. So, was haben wir denn hier?
Das weiß ich nicht. 5. Juni 1997. Der Alberta, was bitte? Ex-Hausmeister, wegen Brandstiftung verurteilt, Racheschwur gegen Familie. Das Film. Nur was auch immer. Oh, Leute. Nee, also das lese ich jetzt nicht alles vor. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Text. Ich möchte viel lieber herausfinden, wo ich dieses blöde Deo jetzt finde. Wenn ihr das lesen wollt. Ich lese ja sonst immer, ne? Also von daher. Lassen wir es heute einfach mal gut sein. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Aber diese ganze Leserei immer in diesen LPs. Also allgemein meine ich. Achso, ich laufe gegen eine Wand. Ja, wo soll ich denn jetzt hin? Ich verstehe das jetzt gerade überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ja, hier war dieses doofe Bild. Hier geht's nicht weiter. Hä? Hä? Das verstehe ich nicht. Da geht's auch nicht weiter. Ach, das finde ich toll. Das finde ich klasse. Jetzt beschäftigen wir uns erstmal ein Part lang damit. Wo zur Hölle ich hier eigentlich lang muss? Das ist doch super. Aber irgendwas muss hier ja sein. Ach. Ja. Alles klar. Ja, es ist ein bisschen dunkel hier, mal ganz ernsthaft. Gott, was sind denn das für Geräusche? Mach mal dichter. Das macht mich ganz vogelig. Oh Gott, das ist riesig hier. Wo soll ich denn hin? Was ist das für ein Flüstern überhaupt? Das macht mich genauso vogelig. Okay, hier soll ich anscheinend nicht hin. Geht das hier noch weiter? Nee. War da auch noch irgendwas? Ich voll der Schatten. Okay. Beste Horrorfilm 2009. Was? Bloody... Was auch immer. Ja, das ist doch mein Glückwunsch. Finde ich klasse. Ja, läufst du hier weiter oder nicht? Ach, tut er. Mann, das für... Ich sehe hier überhaupt nichts. Ne, da bin ich jetzt aber wieder bei der Treppe, oder? Gut. Ist das eine Tür? Ja, ist ein Lichtschalter. Wenn das Licht mal funktionieren würde. Naja. Ich renne hier zumindest schon seit 8 Minuten rum. So lange geht nämlich schon meine Aufnahme. Ja, ich finde ja dieses Flüstern und diese ganzen Sounds ganz toll, aber ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Und ich sehe auch echt nicht viel hier. Supi. Jetzt bin ich einmal um den Kreis gelaufen. Bin ich jetzt zu blöd? Habe ich irgendwas gesehen? Oder ist da eine Tür oder nicht?
Dann kann ich sie ja nicht öffnen. Na gut, dann laufe ich wieder runter. Ich habe keine Ahnung, wo ich dieses... ...die öffnen soll. Aber es ist vielleicht auch ganz gut, wenn ich es nicht finde. Nee, da laufe ich ja wieder. Nee, ist sinnlos. Wahrscheinlich bin ich an irgendetwas vorbeigelaufen. Keine Ahnung. Oh Gott, diese Monsterschatten hier überall. Oh, nee. Geht das da runter? Ich will nicht. Achso, hier geht's wieder hoch. Hä? Oh. Ja, es wird immer dunkler. Ach, Alter, du hast einen Vollschaden, ey. Mal ganz ehrlich. Ja. 13. August. Josh mit seinen hübschen Schwestern Hannah, Beth. Ihr seht super aus, Leute. Okay. Es wäre jetzt ja auch zu schön gewesen, wenn das funktioniert hätte. Boah, ich würde mich hier gar nicht aufhalten. Guckt euch das mal an. Ich hätte voll Schiss. Ganz im Ernst, Chris. So, komm mal da weg. So, hier geht das gar nicht weiter. Es ist echt schwer, hier was zu erkennen. Ich kriege in diesem Spiel bestimmt noch einen Schock meines Lebens. Gibt es hier auch Türen, die ich öffnen kann? Nein. Offensichtlich nicht. Chris, was ist das? Oh, ich habe keine Ahnung. Dieses Haus ist viel zu groß. Wer braucht sowas schon? Außerdem gibt es hier irgendwelche unheimlichen Stimmen, die mir was zuflüstern. Das braucht erst recht keiner. Hallo? Oh, Chris, stürz dich runter oder so. Ich habe keinen Bock mehr. Ernsthaft. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Gibt's keine Karte von dem Haus? Oh Mann, hier waren wir doch auch schon. Hier gibt es auch wieder Türen, die sich nicht öffnen lassen. Oh! Halleluja. Das wurde aber auch mal Zeit. Danke. Das ist Tatsache gut gegangen. Show läuft die ganze okay. Woche. Shit. Mann, das Ding hat mich erschreckt. Was war das?
Bist du okay? Es war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Oh, es war nur ein süßer kleiner Baby-Vielfraß. Baby? Keine Sorge, du wirst bald ein großer Junge sein. Home sweet home. So würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott, es tut so gut, drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los. So. Was geht, Party People? Hey! Hey! Fühl dich wie zu Hause, Bro. Klar doch! Ja, komm doch rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Okay. Das ist ja sowieso. Stimmt's? Wow, ganz ruhig, Cowboy. Wir warnen ihn mal. Mike, Finger weg von meiner Freundin. Alter, wovon redest du? Lass die Finger von Emily. Emily? Ich habe absolut kein Interesse an Emily. Nee, halt dich mal noch zurück. Hast du ihn jetzt gewarnt? Okay. Was ist los mit dir, Mann? Vergiss es. Bin ausgetickt. War ein langer Tag. Ja, dann tick nicht nochmal aus. Das kommt drauf an, wie du dich verhältst. Oh mein Gott, das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst, jetzt durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flettchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Nein, Schnauze, Matt! Halt dich da raus, du Trottel! Hey, pass auf! Ach, außer dir darf ihn keiner runtermachen. Gehört dein Spielzeug allein dir? Du bist so ein Miststück! Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ach, ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Oh Mann, ey, wenn Frauen sich streiten, ehrlich, beziehungsweise sich anzecken, sollte man nicht unbedingt zwischengehen. Emily, stopp! Das geht echt zu weit. Es gibt keinen Grund, sich so aufzuführen. Ja, warum streitest du dich um deinen Ex-Lover, Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie ein Stück den Weg hoch. So viel dazu. Ja. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Huh? Meine Tasche. Das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und... Du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, vielleicht hast du sie nur vergessen. Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, glaubst du es? Oh Gott. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Okay, ich nehme jetzt ein Bad.
Im Exil. Im Sexil? Nichts dagegen. Wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würd's mir ansehen. Git. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay, willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein. Wie die sich hier alle gegenseitig provozieren. Na gut, okay, nee, wartet mal, ja. Sonst wird der Part einfach zu lang. Der ist schon viel zu lang, weil ich so lange gebraucht habe, bis ich dieses verdammte Deo gefunden habe. Aber naja, gut, okay. Egal, ich werde den Part jetzt hier beenden. Ich danke fürs Zusehen, wenn ihr mögt. Bis zum nächsten Mal.